Die nächste Rechtsquelle, Punkt D in unserer Struktur, sind die Tarifverträge. Ja, gehören, wie wir gerade schon gesehen haben, zum kollektiven Arbeitsrecht und sind eine wichtige kollektive Quelle des Arbeitsrechts. Bestimmen auch den individuellen Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers. Nächster Punkt, E, sind die Betriebsvereinbarungen. Betriebsvereinbarungen sind, wie Sie natürlich auch wissen, Vereinbarungen zwischen dem Organ der Arbeitnehmervertretung, also dem Betriebsrat, und der Geschäftsführung auf der anderen Seite. Die einigen sich, und diese Einigung nennt man eine Betriebsvereinbarung, zum Beispiel zu Fragen der Ordnung im Betrieb. Wann ist der morgendliche Arbeitsbeginn, wann sind die Pausenzeiten oder auch diese Dinge, die wir im Zusammenhang mit Konfliktmanagement betrachtet haben, Raucher, Nichtraucher. Ja, wenn man sagt, hier, jetzt macht mal den Workshop da, macht mal die Moderationstechnik am Freitagnachmittag, Sie erinnern sich an unser Beispiel gestern, dann könnte das Ergebnis sein eine Betriebsvereinbarung. Ja, das ist das Regelungsinstrument oder eines der Regelungsinstrumente, wie man so etwas dann wirklich zu Papier bringt und abschließend, zunächst mal abschließend regelt. Eine Betriebsvereinbarung, wichtige Quelle des Arbeitsrechts. Ja, und in den Arbeitsverträgen wird dann auch Bezug genommen. Es gelten die jeweils gültigen Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen.